Folge Nummer 39 müsste es sein von Avorion. Ja, wir sind hier wieder drin. Die Lady hat gerade keine Aufgabe, da müssen wir was für tun. Die findet keine Ressourcen mehr. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier die Lady einen Auftrag neuen geben. Lady, dann müsstest du mal schauen, dass du... Da sind nur 38, 453. Ja, trotz alledem musst du mal jetzt da hinspringen. Ah, Lady, komm. So, jetzt nochmal da. Boah, ich krieg's nicht hin, ey. So, da. Wieso geht das jetzt nicht? Mit Shift-Taste muss ich doch... Spring dahin, baue ab, bisschen Ressourcendepot, ja, und raffiniere die und wiederhole das, in der Hoffnung, dass da was gibt. So, die springt er jetzt erstmal hin und meckert jetzt gerade nicht, also sollte es funktionieren. So, und dann hat der Thomas Stehle mir halt geschrieben, ich habe es auch letztes Mal reingeguckt, ne? Hier sind die beiden Karten, ne? Man muss sie natürlich auch auswählen, ne? So, warte mal, kann ich die Karte aufmachen und dann das ausrufen? Nein, kann ich leider nicht. Aber wir gucken uns das mal an, indem wir mal gerade rauszoomen. So, jetzt nochmal I. Nee, rausgehen. Also das ist die Karte, so wie sie aussieht. Ich hoffe, ich sehe es gleich wieder. Benutzen. So, jetzt nochmal in die Karte und... Ah, jetzt sehen wir hier die ganzen Wege, die da sind. Sehr schön. Und dann gehen wir raus aus der Karte, gehen nochmal rein und benutzen auch noch die zweite. Und... Gehen dann in die Karte und ich glaube, wir haben zweimal die gleiche gekauft, oder? Kann das mehr geworden sein? Ich glaube es nicht. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Passt erstmal. Dann haben wir das dann tatsächlich schon geschafft. So, jetzt geht die zweite Geschichte los. Das hatte der Thomas mir auch geschrieben. Das ist das Ausrüstungsdock. Jetzt brauchen wir eine Raffinerie. Beziehungsweise ein Ressourcendepot. Da wollten wir ja hin. So, das ist da, auch nicht weit weg, das ist schon mal gut. So, jetzt soll ich da hinfliegen. Passt schon so. Wir steigen jetzt aus in die Drohne. Escape, nee, Escape war falsch. Aussteigen in die Drohne, so, das haben wir. Und jetzt geben wir einen Befehl für Asreiter 3, dass er raffinerieren soll. So, jetzt müsste er eigentlich abhauen. Und ich müsste jetzt dieses... So, und jetzt muss dann Schatten beim Ressourcendepot erscheinen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo fliegt denn der hin? Ah, alles klar. Das ist nur die Frage, wo der Schatten ist. Okay, er geht näher ran. An dem Bild da unten müsste jetzt irgendwo ein Schatten erscheinen. Glaube ich. Er braucht ganz schön lange, bis er da dran ist, ne? Keine Fracht steht da drunter. Ich habe es jetzt nicht erkannt. Nirgendwo. Das habe ich jetzt nicht verstanden, Thomas. Oder ich habe was falsch gemacht, ne? Ist auch klar. Jetzt müssen wir mal an die Fracht gucken.
Dein Frachtraum ist leer. Ja, da ist das erstmal so, oder? Was haben wir hier drin, ne? Ein grünes Bergbausystem. Da ist nichts mehr. Haben wir das letzte Mal nicht die Dinger gekauft hier noch, die blauen? Wohl nicht. Naja, ist auch egal. Egal ist es nicht, weil das Ding ist ja gerade hier nebenan. Falsch. F. Gucken wir doch nochmal gerade rein, was da gibt, ne? Sind ja schon wieder Antriebsupgrade. Transporter-Schutzkontrollsystem. Befüllung und unbefüllte Slots plus 2. Beim Festinstallieren dann 3. Generator-Upgrade. Schildverstärker. Okay, und hier? Das ist legendär aus Eisen. Hier, Bergbaugeschütztürme in grün. Ich fliege da mal schnell hin. Macht vielleicht Sinn, oder? Das war jetzt falsch. Traktorstrahlen gleich. Der war viel weiter weg von eben, ne? Na, so ist das halt. Ausrüstung handeln. Das. Und zwar... Ja, das ist alles nur Eisen, ne? Wir wollen ja kein Eisen mehr. Wir wollen ja jetzt auch zusehen, dass wir Dingens, sag schon, Naonit kriegen. Ist also Blödsinn, das hier zu machen. Gut. Dann lass uns mal an die Karte gucken und springen wir einfach mal hier hin. Komm, Koordinaten eingeben, wir springen direkt dahin. Hat er jetzt die Koordinaten nicht angenommen? Ich sehe den blauen Pfeil nicht. Ach, der ist außer Reichweite des Schiffes, ist klar, ne? Da müssen wir ein Tor nehmen. Da unten ist ein Tor, welches ist das? Nord-Nordost? Nee. Südost? Nee. Sehe ich noch ein Tor? Da unten. Da ist es. Dann muss es das ja eigentlich sein, oder? Westtor. Westtor ist doch gut, oder? Einmal ins Westtor. Nächster Sektor. Die Lady ist hoffentlich noch am Abbauen. Lady, wir können keine weiteren Asteroiden finden, steht da unten, alles klar. Sehr interessant, dass wir noch hinterm Stingens waren. Was haben wir hier drin alles? Militärstation, Fregatte, Osttor, West-Süd-West-Tor. Okay. Ja, dann geht's halt in diese Richtung weiter erstmal, ne? Haben wir natürlich einen Asteroiden erwischt. West-Süd-West-Tor. Fliegen wir da schnell hin. Schnell ist was anderes, ne? Hier ist ja nur die Militärstation. Da kriegen wir nichts Besonderes. Viele Asteroiden hier, die wir gerade sehen. Die jetzt hier irgendwo auftauchen. Wir tauchen nicht so auf, dass ich was abkriege. Was war das? Ein Schiff? Was ist denn das? Ein Asteroid in einer besonderen Form. Okay.
Sehe ich rein zufällig hier schon irgendwo Naonit? Glaub nicht, ne? Das ist auch schwer zu erkennen mit der Sonne da im. So, das geht wieder hoch, das heißt, wir kriegen das gleich schon hin. Jetzt können wir schneller ein bisschen wieder werden. Einmal ins Tor, Torgebühr bezahlen. Und ein anderer Sektor. So. Ich glaube, ich müsste mal mit meinem Schiff mehr reinscrollen. Dann sehe ich auch gleich schon immer den Sektor, wo ich bin, ne? Hier gibt es nur einen Schrottplatz. Das heißt, hier kannst du Dingens, wie heißt es, Klamotten plündern. Okay. Gibt es ein Nordtor? Oh, guck mal, hier ist ein Hammer sozusagen oder eine Spitzhacke, die da liegt. Ja, Nordtor dann, ne, oder? Will ich jetzt mal so favorisieren eigentlich. Da sind wir weggekommen. Dann. Da ist es. Ja, die Lady hat da auch nichts mehr zu tun. Also erstmal auf der Karte. Die Lady befindet sich da. Lady fliegt dann mal dahin. Oh. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden, wie die Technik hier funktioniert. Ne? Einfach anklicken ist ja mal so, ne? Genau. So, da ist die Lady. Dann soll die Lady da mal erstmal wieder Asteroiden abbauen. Dann raffinieren. Und das Ganze wiederholen. Jetzt ist eine Frage, gibt es da sowas? Ressourcendepot, ja, gibt es. Dann bau da mal weiter ab. Und wir gehen Richtung Zentrum, das ist auch gut, ne? So, meine 1 hat noch zu tun. Und der wohl auch. So, da raus. Wir sind jetzt hier und das ist jetzt das Nordtor, wo wir hin wollen. Ja, fliegen wir da gerade mal hin. Achso, hier ist ja Schrott. Ich wollte gerade sagen, was fliegt da links rum, aber hier brauchen wir gar nicht. Müssten wir eine Lizenz haben, um irgendwelche Sachen zu kriegen? Weiß ich jetzt nicht, ob das interessant ist. Lass uns lieber da ins Tor fliegen und gucken, dass wir da nach Norden kommen und gucken, was da los ist. Fremdartige Schiffe sind erschienen. Alles ist gut. Okay. Ich müsste mal ein paar Leute wieder fragen, wo deren Heimatplanet ist, ne? Damit wir rauskriegen. Hier ist ein kaputtes Tor. Ah, ne, ist der Schrottplatz, ist kein kaputtes Tor. Erstmal Karte. Okay, man kommt hier über den Dingensschlitz rüber, das ist schon mal gut. Wir können hier mal gerade noch ein paar Sektoren markieren, bevor wir weiterfliegen. Da der gewesen? Ne, da. So, jetzt haben wir alle markiert, oder? Habe ich einen vergessen? Nein, habe ich nicht. Karte ist erledigt. Was gibt's hier? Nur ein Schrottplatz noch. Das bedeutet, wir nehmen das Nord-Nordwest-Tor und fliegen da weiter durch. Jo, würde ich aber sagen, machen wir hier jetzt einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.